Ja, liebe Aufrufer, ich habe hier heute eine Lichtgeschwindigkeit, Nummer 325, am Montag, den 28. April. Und ich bin hier auf einer Kaperfahrt, wenn ich mal zeigen darf. Die Flusspolizei ist auch schon an mir dran. Und ich habe hier aber eine spezielle Sonnentechnik, nämlich das Piraten-T-Shirt, das Feuer und Flamme für den Wahltag 9. Mai eingerichtet ist von mir. Hier kann man doch sehen, handbemalt in Ölfarbe, es ist noch gar nicht ganz trocken. So, und da habe ich hier jetzt gleich mal ein Schiff gekapert. Meine Bildführung ist wie immer perfekt. Sächsische Dampfschifffahrt, hier das Rettungsboot, und ich bin hier auf einem ganz alten Schiff mit Gegenlicht, wenn man das mal gucken kann. Das ist hier die Diesbar in Dresden. Ein Raddampfer, 1884, hier eingeweiht, das ist 125 Jahre alt. Der hat einen Schornstein, wie man sehen kann vielleicht, den man knicken kann in der Mitte, wenn er unter der Brücke durch muss. Und der hat einen ganz geringen Tiefgang, weil die Elbe hier teilweise ganz wenig Wasser unterm Kiel hat. Aber diese Schiffe können quasi fast den ganzen Sommer durchfahren. Und ich mache mal hier einen kleinen Gang. Es ist leider die Himmelsrichtung mit der Sonne nicht zu ändern jetzt hier am späten Nachmittag. Aber wir sehen im Hintergrund die berühmte Silhouette von Dresden und im Vordergrund den objektiven Piraten. Und hier die Diesbar. Diesbar ist vermutlich ein Ortsname. Hier sind diese alten Schiffe alle nach Ortsnamen. Dann liegen hier ein paar hundert Meter große hotelartige Schiffe, mit denen man die gesamte Elbe bereisen kann, also von der Nordsee bis in die Sächsische Schweiz. Und mein Anliegen aber heute ist sozusagen hier das Piraten-T-Shirt, ein bekanntes Utensil, das in den nächsten Tagen immer mehr sich einprägen wird. Und folgender Hinweis jetzt, wir haben noch 10 Tage bis zur Wahl in Düsseldorf und da möchte ich noch einige Sachen dazu sagen. Man kann, wenn man nicht zu Hause ist, Briefwahl beantragen, jetzt immer noch per Online, also über das Internet. Es gibt sogar Tools zum Votieren, also zum Abstimmen über das Internet, Briefwahl, Fernwahl. Und ich möchte doch bitten, alle Leute, die jetzt keine Lust haben zu wählen, doch sich zu überlegen, ob nicht die Piratenpartei als eine neue Kraft für den Rechtsstaat transparent und offen mit dem Versuch der öffentlichen Tugenden Anstand in die Politik zu bringen, ein Auge drauf zu werfen, was die Blockparteien machen, nicht sinnvoll wäre, von der Stimme Gebrauch zu machen, wer in Nordrhein-Westfalen wahlberechtigt ist. Wählen Sie die Piraten, dann sind Sie auch selbst mit dem Gefühl, ich habe ja gewählt, viel besser beteiligt an dem, was in der Politik geschieht. Und auch wenn das nicht immer erfreulich ist, es ist ja lebensnotwendig für uns alle. Wir machen die Politik ja nicht aus Langeweile. Hier habe ich gerade noch den Steven sozusagen entdeckt von diesem uralten Schiff. Das ist wirklich toll anzusehen. Die Beleuchtung macht es mir nicht möglich, das ganze Schiff von der anderen Seite zu zeigen. Ich darf hier übrigens so weit bis an die Grenze gehen, weil hier der Bootssteg ist der sächsischen Dampfschifffahrt. Dann hier folgendes. Also hier unser überstürzt zurücktretender Minister Gutenberg, der eine neue Sprachregelung eingeführt hat. Wir haben es jetzt in Afghanistan nicht mehr mit Taliban zu tun, sondern mit Aufständischen. So, die Aufständischen kämpfen also gegen die Alliierten. Die Aufständischen, das sind ja irgendwelche zusammengelaufenen Leute und man wundert sich nur darüber, dass diese Aufständischen nicht nur weglaufen wie die Hasen, sondern teilweise also den Alliierten hochtechnisierten Cyberwar-Kriegern überlegen sind. Und man mag gar nicht weiter darauf eingehen. Ich verlange von unserer Bundesregierung und auch mit Blick auf Europa und auf die NATO-Führung zu überlegen, wie man sofort aus Afghanistan abziehen kann. Ich will es nicht akzeptieren, dass wir den Krieg nur eskalieren können, als wenn wir nur Waffentransporter hinhaben über Usbekistan, über den Norden Afghanistans nach Afghanistan, um den Krieg zu verschlimmern und mit der Begründung, wenn wir abziehen, unsere Waffen abtransportieren, dann werden wir von hinten in den Rücken geschossen. Ich akzeptiere das nicht. Und ich möchte auch nochmal sagen, das Drama der Schulden des Euros, auf denen spekuliert wird, was nun die Zinsen für den Euro unermesslich verteuert,
ist natürlich ein finanz- und bankpolitisches, weltpolitisches, finanzpolitisches Drama. Aber wir haben uns selbst verschuldet in diese Situation gebracht, und zwar durch die Schulden. Und hier ist unser Finanzminister Schäuble und die schwarz-gelbe Koalition in Berlin verantwortlich dafür, dass wir nach der Bundestagswahl 2009 eine neue Regierung haben, die weitere Schuldensteigerungen beschlossen haben mit der Ansage, im Jahre 2011 wird das erste Mal 10 Milliarden weniger ausgegeben. Das heißt, immer noch die Schulden wachsen weiter, wir machen weiter Schulden, anstatt zu sparen. Was wir von den Griechen verlangen, müssen wir von uns selbst verlangen, und zwar nicht aus philosophischer oder ästhetischer Schöngeistigkeit, sondern aus reinem Überlebenszwang. Unsere schwarz-gelbe Regierung leistet nicht, bringt nicht die Verantwortung, was für uns finanzwirtschaftlich letztlich für den Frieden auch innerhalb Europas und die Euro-Integration wirklich notwendig ist. Sie leisten es nicht und sie erzählen uns das Blaue vom Himmel. Am 9. Mai ist die Wahl, die ist entscheidend, in Düsseldorf die schwarz-gelbe Regierung abzuwählen, mit dem Ziel, dass Herr Rüttgers in die hochbezahlte Frührente geht, mit dem Ziel, dass Herr Pinkwart wieder an der Universität verschwindet und dann anfängt zu philosophieren über die 300 Euro Eliteförderung an Studenten mit Sozialausgleich und sozusagen dem Blindflug der Bildungspolitik. Was da im Moment alles kommt, ist es wirklich Augenstaub, aber keine Frage der Lösung der Probleme, die wir an den Universitäten haben. Die Studenten müssen sich verschaukelt vorkommen. So, verschaukelt fühle ich mich nicht, wenn ich hier auf dem Boot bin, wo es ein bisschen schaukelt. Und jetzt drehe ich nochmal um. Ich kann mal hier kurz drauf gehen und Blick nach Süden, also Richtung Sächsische Schweiz. Da im Hintergrund ist die Baustelle, die heiß umkämpfte UNESCO-Waldschlösschenbrücke. Unter dem Brückenbogen rechts sehen wir den Kran, da wird die Brücke gebaut. Und da kommt auch der Freund und Helfer, die Polizei. Und hier drüben ist der Ministerpräsident von Sachsen in seinem Regierungssitz mit der Sonne dahinter. Und das war's für heute, liebe Piraten.